Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Portia. Ja, nachdem wir Abschied genommen haben, begrüße ich euch recht herzlich wieder zurück. Was in der letzten Folge passiert ist, wisst ihr. Unser Vater hat die Stadt verlassen, wir haben unser Flugzeug gebaut, haben von ihm ein fliegendes Schwein geschenkt bekommen. Ach, welch Wunder. Und ja, er hat uns einen Brief hinterlassen. Kidma, wenn du das liest, bin ich schon wieder auf dem Weg zu meinem Expeditionsteam. Ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. Während ich mir weiterhin um dich Sorgen machen werde, denke ich, dass es dir gut gehen wird. Du hast hier Menschen, die sich um dich kümmern und dich lieben. Und das ist die wichtigste Sache auf der Welt. Sei dir gewiss, dass ich immer an dich denken werde, egal wo ich bin. Papa. Ganz ehrlich, das hätte er doch auch noch hier drauf schreiben können. Naja. Naja gut, ich muss das nicht verstehen. Die Leute haben hier generell so ein Faible dafür, ihren Namen auf eine separate Seite zu schreiben. So, ist auch noch voll. Hier können wir wieder nachlegen. Gut, ja, was liegt an? Wir müssen irgendwie sehen, dass wir den Monat zu Ende bekommen. Heute ist der 19. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Wege. Und heute ist tatsächlich ja auch dieses ja, Fest der fliegenden Sonne, oder wie das heißt. Der strahlenden Sonne, so war's. Wo wir aber nicht dran teilnehmen wollen. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Denn wir haben andere Pläne. Haben wir das? Ja, haben wir. So, wir haben jetzt wieder 62.000 Gold und ich überlege halt aktuell, ob wir damit vielleicht doch Danas Bergbauunternehmen mal ausbauen sollen. Wo ist mein Schwein? Wo ist mein Schwein? Ach so, das steht jetzt immer hier draußen. Okay. Ich hab mir schon gedacht, das wäre jetzt weg. So. Ach so, wir können natürlich dann jetzt hier auch so ein paar Kisten noch uns abholen. An die wir vorher vielleicht nicht drangekommen sind. Sowas wie diese hier. Frage ist, wie komme ich da jetzt hin, sodass ich dahinter wieder runter kann? Ach so. Blutstein. Wow. Ich kann sie direkt vom Dingzieher aus ausmachen. Aufmachen. Okay, ich komme leider nicht bis zu dem Ding hier hoch. Okay, kann ich mir vielleicht dann diese Kiste da holen? Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich muss nur gucken, dass ich da irgendwie... Wie komme ich da dran? Es fliegt da lang. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Kann ich mir das überhaupt holen? Ich meine, was ist das für ein Teil? Oder ist das einfach nur Deko? Da steht Port hier dran. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Ach, hier fliegen überall solche Dinger rum. Ach so. Ach so, ja gut. Dann ist es ja egal. Was ist das hier? Aufladung des Roboschweins. Okay, gut. Ich weiß zwar nicht, warum das hier direkt vor der Tür stehen muss, aber egal. Wir können uns ja mal eine neue Quest organisieren. Was haben wir denn hier Schönes? Aha,
Ballonplattformen. Okay, bringt gut Geld. Ledergürtel. Zwei Drucker. Nein, komm, dann nehmen wir hier die Ballonplattform. Eventuell brauche ich dafür sogar Pappelholz. Da muss ich diese, muss ich sowieso wieder welches holen. Wir gucken mal eben. Also, zwei Ballonplattformen. Ballonplattform. Wo habe ich das denn? Hier. Auslage, Bronzerohre, Stahlrahmen. Also wir brauchen insgesamt 4 Stahlrahmen und 2 Auslagen. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Stahlrahmen, Auslage. 2 Auslagen. Und 4 Stahlrahmen. Let's go. Dieser automatisierte Prozess ist ja recht schön, ne? Habe ich das, glaube ich, habe ich das eigentlich schon mal gesagt? So. Ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen aufwendiger wäre. Ich meine, wir kriegen da fast 10.000 Gold für. Na gut. Und dann würde ich ehrlich gesagt vielleicht mal ein paar von den Bäumchen holen. Wir brauchen halt eben wieder Pappelholz. So. Ja, diese Maschine hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Der Nachteil ist halt bei dem Ding ganz klar, es läuft nicht immer hinterher. Das heißt so, wenn wir jetzt hier hingehen, hätten wir sonst bei unserem Freund, dem Paul oder dem, wie heißt der noch, Karl, die würden uns hinter uns herkommen und das Ding hier bleibt einfach stehen, wo es ist. So, Festivität ist beendet, ist nicht so schlimm. Ich mache einfach mal den Schlenker Badana vorbei. Und würde hier einfach mal ein bisschen Geld da lassen, um das abzugraden. Aber wir brauchen ja eigentlich dringend wieder Aluminiumerz. So schön große Bäumchen hier überall. So. So, der ist bestimmt schon 1000 Jahre alt. So, auf jeden Fall sehr oft reinschneiden. So, das müsste mir jetzt, glaube ich, 40.000 kosten, das abzugraden. So, wir machen mal verbessern. 40.000, bestätigen. So, und dann Art anpassen. Eisenerz ist immer noch sehr teuer. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Aluminiumerz. Daraus können wir mal eben 50 machen. Titanium können wir mal etwas erhöhen. Huch! Nein! Verbesserung kostet 80.000 Gold. Nein, was ist hier? Wieso gespeichert? Hier vielleicht mal 50. Mangan. Achso, Magnesiumerz.
Davon machen wir mal 50. Blei machen wir mal 50. Hier haben wir schon 50. Zinnerz können wir 50 mal machen. Hier gehen wir auf 60. Ein bisschen Spielraum haben wir noch. Dann würde ich sagen Aluminium vielleicht nochmal auf 60. Noch Spielraum auf 70. 100. Ja, ist auch noch okay. Titanium vielleicht 60. Ja. Eisen ist sehr viel. Zinnerz, Kupfer. Weißt du, komm, Kupfer brauchst du eigentlich immer mal. Okay. Bestätigen. Bezahlen. 2 Monate im Voraus. Bestätigen, alles klar, let's go. So, dann ist das auch erledigt. Kriegen wir erstmal wieder eine weitere Fuhre Erzlieferung. So, die geht ja jetzt hin und denkt sich, oh, so viel Geld. Eigentlich ist es kein gutes Geschäft, wenn man so überlegt, ne? Dass sie 40.000 jetzt einmalig bekommt. Und wenn wir jetzt für 2 Monate Arbeit nur 4.000 bekommen würden, das wäre jetzt nicht so das gute Geschäft, würde ich sagen. Wo sind eigentlich die ganzen Schlangen hin? Pappelholz haben wir wieder. Ich möchte aber gerne noch mehr. Damit wir erstmal wieder so ein paar Holzsäulen machen können. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass mir das Spiel irgendwann abschmiert wieder. Da ist Portia ja sehr prädestiniert für. So, gerade bei so Sachen wie Holzfällen. Komm, ich nehme die beiden hier nochmal mit. Glück gehabt. Okay. So, auf geht's. Wieder Retour. Oh, ist das schön, dass wir jetzt diese mal abkürzen können. Kommen wir relativ easy von A nach B. Okay, so, wir müssen die Plattformen noch aufsammeln und abgeben. Bei dem Antoine, der ist natürlich um diese Uhrzeit mit seinen Freunden im Club. Oder steht hier einfach. Hi. Guten Tag, bitteschön. So, dieser schnell defizite Handwerker. Huh, wir haben einen Brief. Wovon haben wir denn jetzt einen Brief? Von Gail. Es ist wirklich traurig, wenn man am Tag der strahlenden Sonne kein Geschenk bekommt, nicht wahr? Aber keine Sorge, ich höre mich schon darum, hier hast du ein paar Geschenke. Ach so, ja. Ja, danke. Ich habe keins bekommen, weil ich keins wollte, aber ja gut. Wenn ihr drauf besteht, dann meinetwegen. Hier kommt nichts rein. Das juckt. So, Eisenholz ein paar, Einfaserstoff, Muscheln hier, zack. Und dann 46 Pappelholz haben wir wieder. Da wir andere Zahlen gewohnt sind, klingt das so wenig. Gut. Jetzt schaue ich mal eben, was. Wie sieht es denn questtechnisch aus? Wir müssen halt einfach nur noch warten, bis die Hochzeit hier irgendwann vorangeht. Ansonsten, Karte, questmäßig ist hier leider nichts mehr offen. Die Ruine läuft ab.
Der Gail hat Geburtstag. Filmsequenzen. Oh, wir haben 78 von 79 Filmsequenzen bisher gesehen. Also würde noch eine einzige fehlen. Das ist wahrscheinlich die Hochzeitssequenz, vermute ich einfach mal. Also, wenn es da keine Sequenz gibt, dann bin ich sehr schwer enttäuscht. Okay, so, dann, ja, würde ich sagen, hauen wir uns mal hin. Die Folge ist dann aber ein bisschen kürzer. Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute einfach mal ein kleines bisschen Erschluss, liebe Freunde. Sind zwar erst bei knapp 16 Minuten jetzt, aber naja, dafür ist beim letzte Folge ein bisschen länger geworden. Was haben wir in dieser Folge denn großartig gemacht? Wir haben ein bisschen Pappelholz gesammelt. Wir haben ja den Brief unseres Vaters gelesen. Tag der strahlenden Sonne haben wir nicht wirklich was von mitbekommen. Und ansonsten, ja, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Wir haben jetzt, welcher Tag ist heute? Heute ist der 20. Das heißt, wir haben noch 7, 9 Tage. 9 Tage, die wir irgendwie überbrücken müssen. Ich schätze mal, da werden wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Relikte farmen oder uns in der Mine ein bisschen durchboxen. Wir schauen einfach mal. Ich will euch da auf jeden Fall auch auf diese Reise mitnehmen. Bisher haben wir Portia noch komplett ohne Cuts spielen müssen. Also in der Hinsicht, dass ich sage, ja gut, ich mache heute mal einen Tag, wo ich eben nicht aufnehme, weil wir nur langweilige Sachen machen. Ich würde das gerne auch bis zum Ende so durchziehen wollen, auch wenn da vielleicht mal ein paar langweiligere Folgen dabei sein sollten. Dafür entschuldige mich schon einmal im Vorfeld. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns, liebe Freunde, in der nächsten Folge wieder. Und wenn eben keine Special Quests und so weiter mehr anstehen, dann denke ich mal, heißt es wieder in der Mine sich hauen oder irgendwelche Relikte ausgraben, irgendwie sowas. Bis dahin, macht es gut und adios, amigas.